Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Miss Created mit The Two Lone Wolves und Maja Schröber. Schönen guten Tag, Herr Fleischhammer. Ich sagte immer so komisch, Maja Schröber ist natürlich Two Lone Wolves und nicht Two Lone Wolves und, sondern Wolves und Mario Schröber featuring Quatsch. Und Anhang und ne. Wir sind ungeliebter Vater, nein. Wolves. Okay. Was? Ungeliebter Vater? Partner. Partner. Was stimmt mit denen nicht? Gut, Mario, Mensch, Jack, wir sind auf einem anderen Server, genau. Wir haben uns gedacht, wir, ja, wir wollten eigentlich auf dem anderen weiterspielen, aber da waren nur drei Leute und irgendwie ist uns die Gefahr, dass wir dann, dass dann irgendwas passiert, zu niedrig, oder mir war sie zu niedrig, mhm. Oh Gott, ich, ja, und jetzt ist es zu hoch, weil ich werd gleich erschossen. Schreiber! Ich bin auf dem Weg nach Sultan. Jetzt stirb nicht da, wo wir uns verabreden wollen. Hallo? Ich bin tot. Alter. In Sultan, ja? Ja, ja, Sultan, ja. Schön, okay. Das oder? Gibt's ja nicht. Ich hatte keine Munition, aber der hat jetzt schön Munition. Fuck it. Wo? Irgendwo ja. Da. Im Wald Mann. Oder auf der Straße? Nee, nee. In dem Haus, aber. Das ist echt schwer zu erklären jetzt. Also, okay. Weil ich gar nicht weiß, von wo du rinkommst und, Naja, du weißt, dass ich aus Pinecrest komme, also ist es nicht so schwer. Warte mal, tapp mal, liebe Zuschauer. Ihr habt mal, du kommst aus Pinecrest. Dann, die zweite rechts. Die zweite rechts in Sultan drin, falls ihr. Also nicht die erste schon in Sultan, ne? Nach rechts, sondern die zweite erst. Klingt jetzt irgendwie komisch, aber so sieht's aus. Mhm. Weil ich kam auf der gleichen Straße, nur halt aus der anderen Richtung. So, jetzt probieren wir natürlich wieder zur Schröber zurückzukommen. Das ist natürlich jetzt bitter. Aber wieder was gelernt. Geht das schon mal, dass ich gerade im Busch was hab sitzen sehen? Geh davon aus, dass er was sitzt. Geh davon aus. Dass dein Herz sitzt. Herr Schröber. Was ist denn los, Herr Fleischhammer? Nee, das wird jetzt politisch. Ich wollte jetzt politisch mit dir kurz was anfangen zu diskutieren, aber das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil du auch selber ja nicht politisch aktiv bist, richtig? Nein, korrekt. Du hörst Xavier Naidu nicht. Nee, richtig. Richtig. Ich auch nicht, aber meine Freundin. Ah ja, okay. Und deine Freundin hat dir gesagt, Xavier Naidu nee. Ist was? Nee, Punkt. Deswegen, Ach so. Deswegen höre ich den auch manchmal. Inwiefern ist das jetzt politisch? Weil über Xavier Naidu gerade total in ist, über seine Lieder zu, ich sag mal, lästern oder da was zu interpretieren, was vielleicht gar nicht drin ist. Rechtsradikaler Content zum Beispiel. Oh, hab ich irgendwo in irgendeiner YouTube-Überschrift gelesen, ja? Ja. Okay. Und ich hab mir dieses Lied angehört, das jetzt gerade rauskommt oder draußen ist und dachte mir, what the fuck? So ein Blödsinn wird. Also an längeren Haaren kannst du sie ja echt nicht herbeiziehen, ist meine also, Meinung dazu. Also ich persönlich sag ja, Xavier Naidu ist so links, also ne, noch mehr ich links. Auch, geht ja, mehr. Geht gar nicht, ne? Wie noch kann mehr, man den denn. Noch mehr sowas links ist dann schon Abgrund. Also straßentechnisch jetzt gesehen. Ja. Straßentechnisch? Das verstehe ich nicht. Wenn du auf einer Straße fährst und. Wenn du noch weiter nach links fährst, dann fährst du schon in den Graben. Richtig. Nee, noch. Also den in. Oh. Du bist auch tot? Nee, aber gleich. Er hat sein komplettes Magazin auf mich abgeballert. Nice. Jetzt erfolge ich ihn. Du bist Schreiber. Mit dem Messer. You are the greatest. Jetzt bin ich tot. Okay. Schade. Du died. War das so mit so einem grauen T-Shirt oder was hat er an? Ja. Graubraun? Mhm, ja, würde ich sagen, war genau dasselbe. Ja, wahrscheinlich. Cool. Okay, stehst du auf unserer Liste? Schreib mal in den Chat. You are on our list now. Ja, on our list, genau. Brown T-Shirt Man. Was? Cheaters on your Steam Group? Was? Nein, wir sollen die da melden auf der Steam Group. Wieso hab ich eigentlich den Chat aus? Ist egal. Kann ich dir nicht sagen. Ja. Wieder von vorne, wegen dem Finden jetzt nochmal, Sultan. Treffen uns nicht. Ne, wir können uns.
Okay, hier ist der nächste Spieler bei mir. Bist du an so einem leerstehenden Gebäude, so einem Shop? Nee, Shop nicht. Also ich bin an einem leerstehenden Gebäude, klar. Aber nicht Shop. Ich habe Taschenlampe in der Hand und mach die an und aus. Achso, nee, der rennt hier gerade die Straße in Richtung, Oh, ich sag schau. jetzt mal Norden. So, dann hat er mir hier wahrscheinlich auch nichts übergelassen, der liebe Kollege Schnischu. Was ist denn jetzt passiert? Das war ja fast doof. Da hinten ist der nächste Spieler. Was ist denn hier los? Ja. Spring mal. Tier to Rocky. Spring mal. Nee, ich bin im Haus. Im Haus. Okay. Bin im Haus. Wollen wir den mal prügeln hier? Los. V. Nee, V ist Foot. das ist eine Frau. Kann ich Foot nicht treten. V. Do it. Hallo? Do it. Fuck. Fuck. Okay, ciao. Der redet hier gerade mit mir Ah ja. irgendwie. Hast du das eigentlich hochgestellt oder niedrig oder so? Der redet irgendwas auf jeden Fall. Hm. Laber, laber. Winner, winner, chicken dinner. Button. Der hat mich geschlagen. Weiter, do it. Die Frau hat die geschlagen? Ja. Ne. Do it. Wir sind im Computerspielen, das ist doch was anderes. Biercan. In Wirklichkeit würde ich natürlich nie unterstützen und ich Niemals, da, aber. niemals. Bin gerade sehr konzentriert. Halt die Schnauze. Konzentration. Oh, ziemlich schön zusammengeknüppelt, die Alte. Mann, 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 Ja, das Mann. war der erste Schlag, ihr hörte. Genau. Ich So dachte. Er ist doch so wird's so. gewesen sein, Ist doch gell? so. Na sicher, na sicher. Der hatte eh einen Vorsprung. Er vor allen Dingen. Ja, ist doch Er. so. Wie? So. Respawn. Zack, bei einer Hütte. Weiter gerade, ja, da war ich gerade. Jetzt eine grobe Richtung, wo du bist? Nope, keine grobe Richtung, nix da. Ich suche noch ein. Ich So, glaube, da ist ein hin. Fluss, da ist ein komischer Weg. Das ist doch alles, wisst ihr, die Sache ist, es gibt viele Flüsse und viele Brücken, also viele Flüsse gibt es nicht, aber Ja. der zieht sich halt eh mal durch die Karte. Ah, okay, ich bin wieder bei zwischen Pinecrest und Sultan. Vor mir ist ein Spieler. Ist bestimmt der auch Sultan. So wie der läuft. Get the fucking axed. Also wie gesagt, ich bin zwischen Pinecrest und Sultan. Gut. Ich hab Das eine heißt, Aufgabe. du sagst mir, wo du bist. Ich komme zu dir. Knackst. Bin quasi genau auf dieser T-Kreuzung zwischen Sultan und Pinecrest, wenn du mir folgen kannst, wo es nach Süden ins Airfield geht. Nach rechts Leute, geht's weg in Moment. Richtung Pinecrest. Mal eben gucken. Was? Sultan, Pinecrest? T-Kreuzung. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Da bist du. Ja gut, aber dann vielleicht wäre das ja sinnvoll, wenn ich zwischendrin noch irgendwas looten könnte. Selbstverständlich. Also ohne Nochmal ging es nach mir da Süden. jetzt nicht noch. Nochmal, ja gut, dann hat ja auch nichts zu verlieren, ne? Ja, außer dass du schon wieder hinlaufen musst. So. Nicht. Nicht? Ja, ist natürlich doof. Was war das? Ja gut, Nichts. so ist das Leben, ne? Ja, das ist korrekt. Wie gesagt, wenn du irgendwie mal rausfinden kannst, wo du bist, dann Dann werde ich sofort kommen wir Bescheid unserem Ziel sagen, schon ja. mal ein bisschen näher. Gut, dann gehe ich hier einfach mal noch im Rumlurchen. So machen wir das. Hast du ein So Thema? machen wir das. Ein Thema. Ja. Thema hätte ich, warum werden wir einfach so hinterrücks erschossen? Hatten wir vorher besprochen? Ist ein PvP-Server, jeder ist sich selbst der Nächste. Hat man besprochen, ja. Aus dem anderen Okay. war ja Roleplay, da war zwar PvP trotzdem, aber war Roleplay, also da durftest du das nicht einfach so dich erschießen. Ach, ich bin da, wo ich vorher war. Jetzt muss ich nur wissen, welche Richtung ich weggerannt bin. Okay. Bin Ich hatte so einen hier. abgestürzten Helikopter. Wenn du da bist, wo du vorher warst, dann ist ja doch wieder Sultan angesagt, ne? Ja, sieht so aus, ja. Aber dann halt weiträumig umgehen. Dann halt. Gleich aggressiv rein, doch nicht, ne? Ach so, ist Einfach der Plan. aufs Maul.
völlig ungläubig. Oder so. Gut. Dachte ich jetzt. Gut, gut, gut. Machen wir so. Geh davon aus, dass mein Herz bricht. Was habe ich denn hier noch so? Ausgehen, dass ich hier gleich breche. Ja, wir hatten Xavier, nein, du noch nicht abgefrühstückt. Doch, hat man. Ah, gut, ich war von Anfang an mit ihm durch, aber das ist eine andere Geschichte. War nicht so deine Mucke, ne, glaube ich? Nee, nicht so ganz. Also früher mal so ein... Wo du ja der Softie von uns bist. So wie immer, so ein, zwei Titel, ne, sind immer ganz nett. Ja, stimmt. Aber das war dann auch. Alter. Der gehört bestimmt hier zu dieser Base, ja. Der Mensch. Könnte sein, ja. Aber heißt es nicht so? Dass die sich hier aufteilen und. Ist nicht da, wo du kackst oder so? Nee. Ja, gut, ja. War das nicht der Spruch? Ist ja schon so ein kleines, ein bisschen außerhalb. Da ist der Trecker, den wir zum Anfang unserer Folge gesehen haben. Ich bin jetzt links lang, also links von. Also das ein oder andere Haus, wenn wir schon nur mal reinluschern. Also ich glaube, Reifen erstmal mitnehmen macht überhaupt keinen Sinn. Oder überhaupt irgendwas, was Autos angeht. Also zum Beispiel Öl, Reifen oder Benzin oder. Wie heißt das andere Zeug? Öl. Das aber ist schon, auch aber ja, aber auch Schubi, genau. Brauchen wir erstmal nicht, nee. Nee, Batterien. Weg auch so. Erstmal Überleben, Waffe, Munition. Und den ersten Skype. Wäre auch nicht schlecht, vorzugsweise der Typ, der viel Loot hat. Ja. Hier unten ist so ein Abflussrohr. Ich sehe, wir stehen uns. Und. Na, 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 na. Na, 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 na. Overtreten, ne? Oh, tatsächlich. Bin ich auf meiner Schnelltaste? Ist auch schlecht. Naja, okay. Dim, 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 dim. Thema. Genau. Habe ich ein Thema? Nee, halt nicht. Alter. Was, nu? Ja, nee, nicht. Altjun. Geräusche gehört. Geräusche gehört und... Schon wieder ein Spieler. Festgestellt, ich warte selber. Du hast schon wieder ein Spieler? Naja. Mann, Schäuber. An der Tanke natürlich, wie sie das gehört. Get yourself a helm. Wo in Sultan wird hart geballert? Ah, das wird der, ja. Einmal rein. Mach ruhig deine Munition leer, wir kommen. Mein Kumpel ist gleich da. Oh mein Gott, jetzt tut mir alles weh. Mhm. Wir kommen gleich, Moment. War das jetzt bedrohlich genug für dich? Ja, das war schon sehr. Ja, also. Der scheißt sich jetzt bestimmt richtig in der Boxen. Richtig Schiss in der Boxen. Ich hab ja immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass ich irgendwas finde, was nicht an ein Auto ranpasst. Sieht aber irgendwie nett so aus und deswegen. Ich weiß nicht, ob ich da lang gerannt bin. Letztes Mal. Das Benzin. Ja, shit. Alles Quatsch. Bin da hochgerannt, glaube ich. Quatsch? Leute. Ja, bin da hochgerannt. Gut, dann. Fullspeed. Richtung Schröber. Fullspeed, ich bin jetzt erstmal immer noch in Sultan. Leicht im Busch. Bin jetzt erstmal raus und dann schon, okay. Bin in der Nähe von der Brücke. Brücke. Also ganz vorsichtig, mit dem ich mich in das ein oder andere Haus mich mal reinwagen. Sind wir hier? Welcome to Sultan. Wisst ihr eigentlich, dass es hier so Super-Zombies gibt? Super-Zombies? Nee, ist mir ja, neu, danke. Oh, ich jetzt raus. Bay. Ja? Ich bin raus. Super-Zombies sind so... Also, sie sehen halt so aus wie so... Ich weiß nicht, aufgepumpte... kennst du noch? Wie hießen die? Shit. Bin sehr gespannt. Ich glaube, da so eine. Ich glaube, das ist auch. Nee, das sind Ninja Turtles. Sind aber den Ninja Turtles, ihr habt so ein. Bebop und Rocksteady. Oh, das hat jetzt aber einen Moment gedauert. Ja, okay, ja. Kennst du die noch? Ja, kenn ich noch. Das, so sehen die ungefähr aus.
Das Nashorn und das Oder so wie Bane, ne? So wie Bane. So, ja genau, Nashorn und Wildschwein. So aufgepumpt, genau. Weißt du? Okay, ja. Also Bane im Comic. Nicht, ja, nicht im Film, ja, im Comic, genau. Okay. Im Film war ja fast ja nicht aufgepumpt, also, ja. Dafür, dass man ihn so kennt, sag mal. Schon so ein bisschen, ja, aber ist halt anders interpretiert, ne? Film ja, ist schon gut, schon gut. Nee, ist schon gut. Tom Hardy. Du hast den neuen, hast du diesen Batman-Teil gesehen eigentlich? Den, mit Tom Hardy? Den dritten? Ja. Ja, den dritten habe ich gesehen, ja. Hattest du den, ja. Die neuen Teile habe ich noch nicht gesehen, ne. Ben Affleck. Und wie gehst du da? Eine Leiter kriegt der jetzt nicht es hoch, ist oder? Natürlich schwierig, also ist natürlich ganz klar, also die Teile von, wer hat die Regie da geführt? Christopher Nolan? Bei, ja, den Dark Knight, ja. Ist natürlich erstmal grundlegend schwer zu toppen. Aktuell. Und Ben Affleck, also ich bin nicht sein größter Fan. Sagen wir mal so. Hast du denn Kritiken dazu gelesen? Oder nee, gehört? Oder, noch gar oder nicht. Irgendwas? Ich bin da noch komplett frei. Also ich bin noch komplett unbeleckt, was das angeht. Okay. Das ist auch gut so. Dann kann ich den Film nämlich vorurteilsfrei mir irgendwann mal anschauen. Naja, also vorurteilsfrei hört sich das aber nicht an, mein Freund. Also vorurteilsfrei im Sinne von andere Kritiken haben mich schon in eine Richtung gelenkt. Okay, verstehe. Das heißt jetzt auch... Ich würde ihn mir anschauen. Man soll jedem Film erstmal eine Chance geben. Man kann nach 10 Minuten aus einem Film rausgehen, aber man sollte dem Film erstmal eine Chance geben. Meine Meinung. Alter, ich bin total OP. I have a weapon. Weapon you found. Cool. Wir kriegen gerade einen Smell-M-Generator, wenn ich mich jetzt gerade nicht verlesen habe. Ach, Small-Generator wahrscheinlich. Ja, Small-Generator. Super. Bin genau übrigens doch in die falsche Richtung gelaufen. Mhm. Und bin jetzt am Rand der Karte. Hab jetzt eigentlich eine Waffe, das freut mich umso mehr. Der läuft bei dir, ne? Am Rand der Karte. Hör mal auf, ist auch irgendwo ein Rabe über mir. Wieso soll ich jetzt aufhören, wenn du dich verläufst? Nein, der Rabe soll doch aufhören. Ach so. Hör mal auf. Dachte schon, du redest so mit mir. Ja. Oh, hier ist ein Mischpult, ich weiß, was ich sagen. Wow, nein. Combat Boots, Alter. Combat Boots, verstehst du? Jetzt kann's richtig losgehen hier. Hallo, hallo? Ich hab'n. Hallo? Survivitron hab ich gefunden. Survivitron? Ja, ein Survivitron sieht aus wie ein riesen Funkgerät oder wie ein Funkgerät. Das kannst du anschalten. Dann bootet es. Okay. Und zeigt dir Zeit an. 9 Uhr 8. 56 Sekunden. Frequenz. Krass. Und nun? Was machen wir jetzt mit der Information? Is there anyone out there? Hello, hello? Was muss ich denn drücken hier? Nee, geht nicht. Was machen wir mit der Information? Keine Ahnung. Pickaxe. Okay. Ich nehme jetzt die Waffe. Wo ist die Waffe? 4. Ist schon mal nicht schlecht. Pickaxe finde ich schon mal ganz gut. Ja. Ich habe Batman gesehen. Ja. Ich hab mir sehen. Mit Ben Affleck. Mit Ben Affleck? Ja. Auf dem Flug. Ach, auf dem Flug damals, okay. Ja. Musste ich mir angucken. Oha. Ja, weil ich wollte. Mhm. So, klar. Ich musste. Naja, also ich musste. Ich konnte nicht anders. Ich musste mir angucken. So. Mhm. So ungefähr, kannst du dir vorstellen. Ja. Und um mitreden zu können. Nein. Weil ich vorher schon Kritiken gehört habe und alle Kritiken sagten, waren vorher, also noch bevor der Film rauskam, war alles so Tenor, Ben Affleck, nee. Mhm. Ja, ja. Und als dann der Film draußen war, haben wir gesagt, naja, okay, so schlecht ist er jetzt ja nicht, der Batman. Und deswegen muss ich ihn angucken. Okay. Und muss sagen, er war gut. Er wusste. Für unser Batman wird für immer Christian Bale bleiben, auf jeden Fall. Das könnte mir auch gar nicht anders vorstellen, aber Ben Affleck war gut. Er hat mich nicht erzürnt oder so, verstehst du, wie ich meine? Er hat mich nicht erzürnt. Er hat's gut gemacht. Ja. Okay. Punkt aus. Und, Das größte Kompliment, was man kriegen kann, ne? Da kannst du nicht meckern. Hast du gut gemacht? So.
Ich komme übrigens gerade jetzt mal nochmal in deine Richtung wieder zurück. Okay. Das war ja jetzt echt ein Schuss in den Ofen hier. Also ich habe hier oben was gefunden mit Schlafsäcken und zwei Stühlen. Also hier oben können wir uns hinsetzen und nachher ein Bierchen trinken, wenn du Schön. eins hast. Selbstverständlich. Machen wir so. Sache Bier Bier trinken. bei Bier. Sag mal, wie war denn? Ich hab doch nicht. Ja, dann aber auch warm, wenn du hier bist. Wurde geschüttelt, weil ich renn ja. Okay. So ist das Leben. So ist das Leben. Dem? Das Leben spielt so wie es scheint. Was? Also mal rede doch bitte mal einen Was ordentlichen ist denn Satz. mit dir? Wäre das möglich? Wäre das möglich, dass du mit mir Nee, ordentlich gerade nicht. redest? Nein. Warum nicht? Habe eine Pistole und muss die. Das ist so ja so ein AK-Teil. Nee, nicht eine AK, eine AR-15-Geschichte. Weißt du? Für die großen Krieger, ja? Mit 7 Schuss. De la Muerte. Mit 7 Schuss? Morty. Ja. Alter Freund. Ach, ist sie danach bin ich doch gestorben und dann haben wir uns doch im Pinecrest getroffen. So war das doch. Die Wahrheit. Das war doch die Wahrheit. Die Verstehst du? Wahrheit, Achso, die die Wahrheit Wahrheit ist, darf wie man dass sagen, wir. ja. Die Wahrheit davon sagen. Dass Die ich, Wahrheit ist das, ne? Ich glaube, ich ziemlich nördlich bin. So nördlich es nur geht. Du hast dich also quasi verlaufen. Nein. Ich wusste vorher nie, wo ich bin. So. Machen wir es so. Heißt nicht, ich habe mich verlaufen. Wie ein rosa, Okay. T lila T-Shirt an. Besser geht's doch nicht im Wald. PvP, echt. Mann, Achim. Da hinten geht's nämlich weiter. Seht ihr das? Da hinten ist eine Brücke. Ich glaube, das ist Woodbury oder so. Müsste Woodbury sein. Da wurde ich doch erschossen. Und dann. Woodbury, du wurdest in Sultan erschossen. Ach nee. Und da wurde ich das zweite Mal erschossen, ne? Läuft Ach bei mir so. halt so. Ja, heute ist dein Das Tag. ist nicht mein Tag, ja. Ne? Heute ist dein Tag, Junge. Oder muss ich PlayerUnknown spielen, damit vielleicht läuft das da. Wäre eine Naja. Idee. Wäre eine Idee. So, pass mal auf, wir machen das so. Wir machen Ja? jetzt hier herzlichen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und währenddessen finden wir uns. Sehr gute Idee. Machen wir so. Von daher sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Genau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Herzlichen Dank, Herr Schröber, für deine Zeit. Immer wieder Bis gerne. gleich. Immer wieder gerne. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.